wenn du es noch nicht gemacht hast, schreib mir jetzt gerne deine Server-IP in die Kommentare und abonniere diesen Kanal kostenlos, damit du mitbekommst, wann ich deinen Server vorstelle. Moin Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stellen wir den craftergame.de Server vor. Wir sind hier auch direkt mal in der Lobby. Hier haben wir eine tolle Animation auf dem Boden. Allgemein ist hier der Server sehr viel animiert, wie man das ja auch schon sehen kann. Allgemein im Scoreboard, so wie hier in der Actionbar bzw. bei der Levelbar sieht man das auch direkt schön. Hier wird man eigentlich direkt vollgeklatscht mit Informationen, deswegen gehen wir direkt dann lieber mal weg. Wir gucken uns direkt mal die Items an, die man hier überhaupt im Inventar hat. Hier haben wir direkt schon mal Spielerstiefel an. Dann gibt es einen Hopper switchen, Permission, ja, also... Ja, hier kann man halt ausstellen, alles, mal wieder so. Dann können wir hier auch direkt zum Spawn wieder, können wir fliegen, habe ich keine Permission zu, Kristallrang, Animation aus, Schuhe an, aus, also Premium, Kompass, ja, sollte eigentlich selbsterklärend sein hier alles. Dann hat man hier schon direkt den Kompass, wo man halt die Sachen auch im Inventar bekommt. Dann gibt es einmal Schließen, City Build, Weltuntergang, Knockout, also Knockout, beziehungsweise ist ja in Wartung. Old Skype Free, CSGO ist ein Beta, Super Break, Blocks und Craft Unity ist neu. Dann gibt es auch eine nächste Seite, aber die kommt bald erst. Und dann schließen wir einmal wieder. Beziehungsweise hier müssen wir draufklicken, dann haben wir die nächste Seite. Aber ja, hier hat man dann auch Quiz kommt und One in the Chamber kommt auch bald. Das bedeutet, man kann auf jeden Fall gespannt sein, was hier alles als nächstes kommt. Dann auch schon direkt die Extras, Emotes kommen bald, die Kleidung, hier ist auch schon alles animiert, muss man sagen, dass sie so viel Mühe gegeben haben, auf jeden Fall Respekt. Dann hat man hier auch nochmal die Gadgets, die man sich auswählen kann ab einem bestimmten Rang. Blaster ist regulär, kann man alles in einer normalen Truhe finden. Dann gibt es auch noch die Köpfe von Teammitgliedern und SpongeBob und den Biegenkopf. Dann gibt es ja auch direkt mal Sprachen. Ich denke mal, hier kann man dann halt Deutsch ausstellen. Ja, hier steht es im Chat, Deutschsprache 22 wird geladen. Also da wird halt nur die Sprache dann geladen, die man auswählt. Ist auf jeden Fall ganz schön. Vielleicht kommt da ja auch noch andere Sprachen, dass der Server halt ja, auch für ausländische Spieler interessant werden könnte, würde ich auf jeden Fall den Server gönnen. Und da würde ich sagen, wir gucken uns direkt mal die Spielmodi an. Also schauen wir uns Citybit an. Ich muss einfach mal ganz kurz sagen, ich finde es richtig nice, dass sie hier mit der Lady Mod AP hier gespielt haben, weil über meinen Skin steht Crafter Gang Spieler und das haben die halt mit der Lady Mod AP hier gemacht und ich muss sagen, mies Respekt, dass sie sowas gemacht haben. Ist ein kleines Detail und mir gefällt es halt ultra. Hier bekommt man manchmal einfach Events, dass man Coins und Barrieren bekommt. Die Barrieren sowie die Endertruhen unten in Notenblöcke sind Special Items, wo man Sachen rausbekommt. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann hat man hier so ein Tauschsystem, das kommt allerdings bei. Dann gibt es den Shop, wo man für Coins halt sich Lucky Blöcke kaufen kann, die Event-Truhe oder den Event-Block oder halt Fleisch und eine OP abfüllen. Dann gibt es auch ein Jobcenter. Hier kann man sich direkt den Holzfäller auswählen, da muss man Level upen, dann kann man sich den Miner holen und so weiter und so fort halt. Dann gibt es ja auch direkt so eine XP-Farm, die kann man killen, kann man halt XP, logisch, oder? Ich denke schon. Dann gibt es ja auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Booster-Ding. Ja, mit Slash PH kommt man dann auch zu seinem Plot, beziehungsweise eigentlich mit PA, dass man erstmal eins anstellen muss. Und ich muss mich entschuldigen, das Server-Team. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, allerdings habe ich beim Shop hier irgendwie die Sachen rausgebackt. Das bedeutet, wenn irgendein Teammitglied vom Server das hier sieht, kommt gerne auf meinen Plot und nimmt mir das weg, weil ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist. Ja, auf jeden Fall kann man hier auch direkt die ganzen Eventblöcke mal öffnen, dann bekommt man hier auch Sachen raus. Hier bekommt man das Erz raus aus der Barriere, auf jeden Fall ganz nice. Bei der Endertruhe bekommt man, das ist jetzt eine gute Frage, so, das hat gerade geleckt oder ich bekomme aber gar nichts raus, ist auch schön. Notenblock bekommt man auch wieder Erze raus, man bekommt wahrscheinlich nur Erze raus. Ah, jetzt funktioniert es, okay. Standard-Item um 50k habe ich gewonnen. Nice, nice. Ist auf jeden Fall ganz gut, finde ich, dass die sowas hier ausgedacht haben. Und man bekommt das ja auch zwischendurch immer mal. Und ja, ist auf jeden Fall ganz fresh. Und ist auch in jedem Fall gut durchdacht hier alles. Hier habe ich dann auch noch schon ein paar Items bekommen. Beziehungsweise habe ich aufgemacht. Ich weiß nicht, wozu die Ofenkartoffel da ist. Halt wahrscheinlich aber gewonnen. Ich habe jetzt Speed überhalten. Oh, du Scheiße, Digga, nee. Ja gut, auf jeden Fall ein richtig nicer Server, hier kann man sich auf jeden Fall gut unterhalten mit den Spielern hier im Chat, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Spielmodi. Hier sind wir auch direkt schon im Weltuntergang drin, hier ist eigentlich ganz leicht erklärt, was man hier machen muss. Hier muss man nämlich die ganzen Zombies
Creeper und so töten. Und wenn man einmal geht, wird es man direkt tot. Ja, man muss halt die killen, dann bekommt man auch Sachen und dann muss man halt immer besser und besser werden. Und hier gibt es dann auch direkt schon hier einen kleinen Shop, den man sich hier auch hier alles, naja, kaufen kann. Heilungspotion zum Beispiel, Schwerter kann man sich auch kaufen. Das kann man halt alles durch Punkte und die kann man halt, wenn man diese Typen hier killt. Ja, man sieht es hier schon, ich habe auch was bekommen. Heilungspotion habe ich bekommen, kann ich da rechtsklicken alles und dann bekomme ich das hier auch. Habe ich eine Schutz 1 bekommen wieder, okay. Ist auf jeden Fall ganz nice gemacht und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel, Modi. Ja, hier sind wir das Schreit in Old Sky PvP, das ist halt das alte Sky PvP, so wie man es kennt. Hier gibt es halt dann auch auf der Map gibt es verschiedene Infoschilder. Hier steht zum Beispiel immer mal slash kit, dann mal slash kit und dann kann ich hier auswählen und bekomme halt das Spielerkit direkt in mein Inventar und angezogen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir hier auch direkt wieder so ein Schild, dann steht hier Tipp, klicke unten unter dem Spawn auf die Schilder. Das bedeutet, man kann hier auch dann verschiedene Items finden auf der Map, halt wie das alte Sky PvP. Hier hat man, der Typ hat ja einfach schon die Rüstung auf jeden Fall. Mad Respect an dieser Stelle. Da sind wir direkt auch schon in CSGO drin. Wenn man spawnt, hat man so eine Auswahl, in welchen Team man reingehen will. Ich bin jetzt in den Terroristen-Team geklärt. Hier hat man direkt auch schon die Waffe, die man mit einem Linksklick ausführen kann. Dann gibt es hier nochmal das Team wählen, dann kann man hier für Antiterroristen und halt Terroristen, dann gibt es auch den Shop. Für verschiedene Coins kann man sich da dann auch Waffen kaufen. Auf jeden Fall ganz nice und eine Alternative, wenn man sich kein CSGO runterladen will. So, hier sind wir direkt auch schon im Super Break Blocks drinne. Wir sollen hier den Kohleblock abbauen. Jetzt den Eisenblock. Also man bekommt hier anscheinend da steht, ich soll den Eisenblock abbauen. Achso, Rex klickt drauf. Ja gut. Dann kann man den freischalten. Achso, ich brauche mindestens 25 Blöcke. Anscheinend kann man es dann hier so hocharbeiten. Ne? Was genau das dann bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht bekommt man Coins oder so. Ja, auf jeden Fall ganz nice. Alles sehr klug durchdacht hier. Mit den Bäumen und alles. Dann hat man hier auch direkt Events. Da kann man sich da hinwarten zum Spawn halt. Ja, sollte eigentlich ganz normal sein. Hier Coin Drop ab Abend verfügbar. Fly Kristall Premium Plus, Feuerwerk ist R-Mod, Party ab jeden Teamrang, Licht Premium Plus YouTuber, die Bühne Premium Plus YouTuber und XXX ab Testrängen, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, was ist. Auf jeden Fall können wir mal gerade ausgehen, weil da gibt es auch einen Cookie-Clicker. Oh, da ist schon noch der Cookie-Clicker, dann kann man hier einfach mal draufklicken, kriegt man Cookies und man kann sich dann hier auch ja, solche Upgrades kaufen. Ich brauche noch 202 Cookies. Auf jeden Fall ganz fresh hier, dann auch die Bühne mit so einer Animation hier unten. Auf jeden Fall ganz geil. Auch mal was Neues, nicht so wie auf Meinsucht oder so. Ja, mein Fazit vom Server ist eigentlich ganz geil. Der Server hat extrem großes Potenzial, was Besonderes zu werden. Braucht halt nur noch die Spieler und dann wird es hier, glaube ich, noch mehr Spaß machen. Mein Lieblingsspielmodus ist hier auf jeden Fall City Build. Ist auf jeden Fall das Beste, finde ich, weil altes Sky PvP, naja. Aber City Build ist echt gut durchdacht und verdammt gut in die Umsetzung gebracht worden. Also wirklich Respekt an der Stelle an das ganze Team hier. Ja, joint gerne auf dem Server drauf, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Schreibt gerne Server-IP in die Kommentare, dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.